Oh, was macht ihr denn da? Hi. Es geht mal wieder los. Wir sind gerade am Eibsee, aber hier wollen wir gar nicht hin. Das ist eigentlich nur ein Zwischenstopp. Hier draußen ist es so nass, dass ich gar nicht mehr erklären möchte. Deshalb gehen wir erstmal wieder ins Auto und dann erzähle ich den Rest. Es ist gerade kurz vor uns eine Schneeräummaschine eingespurt, weshalb es jetzt nur noch mit 40 km/h weitergeht. 10 Sekunden. Aber weißt du was? Man muss ja auch einfach mal, jetzt ist Urlaub, mal alles ein bisschen ruhiger angehen und vielleicht war das ja ein Zeichen, dass wir mal runterkommen sollen. Es ist der, welche ist heute? Ach ja. Oh ja, es ist heute der 31.12.2018 und heute vor genau einem Jahr saß ich auch in einem Auto und wir waren auch auf dem Weg wohin. Hallo, es ist der 31. Dezember 2017, heute Abend ist Silvester und wir sind irgendwo in Bayern. Am Hohen Peißenberg. Allerdings sind wir diesmal auf dem Weg woanders hin. Letztes Jahr sind wir jetzt gerade nach Salzburg gefahren und jetzt fahren wir gerade in die Dolomiten. Genau jetzt vor einem Jahr saß ich hier und habe diese Sekunde genutzt, um zu rekapitulieren, was das letzte Jahr so passiert ist. Und ich dachte mir, warum mache ich das nicht dieses Jahr einfach wieder? Wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt hier hinklicken und dann kommt ihr zum Video vom letzten Jahr und dann könnt ihr euch das davor auch noch angucken, wie ich das rekapituliert habe. Ach genau, Jana ist übrigens auch dabei. Das ist ja eigentlich normal. Letztes Jahr habe ich in dem Video euch versprochen, dass ich mal regelmäßigere Videos mache. Ganz ehrlich, das hat immer noch nicht ganz funktioniert, aber ich habe gerade mal nachgezählt und ich habe das vergangene Jahr jetzt insgesamt 12 Videos gemacht. Ja, echt? 12 Videos? Über was? Ich habe... Oh, gut, dass du fragst. Das Jahr hat damit begonnen, dass ich eigentlich Länder aus letztem Jahr rekapituliert habe. Ich habe euch Videos aus Indonesien gezeigt, aus Thailand und aus Neuseeland. Genau, ich hatte einfach ganz viel Material von letztem Jahr noch übrig, das ich noch nicht verwertet hatte und habe daraus dann kleine Vlogs gemacht, kleine Reisetagebücher vielleicht. Oh, ein Tunnel. Das erste richtige Video dieses Jahres war ein Video, das ist meine 33 Quadratmeter. Yo. Genau, nebenbei immer so gesagt, wir fahren hier voll durch Schneechaos gerade. Ja, deswegen ist alles ein bisschen wild. Ich bin dieses Jahr ausgezogen. Und zwar bin ich nicht nur ausgezogen, ich bin mit dieser Dame hier zusammengezogen. Sehen wir. Das ist nicht so schlimm, das ist gar nicht so schlimm. Diese Dame da. Kurz daraufhin waren wir dann auf einem kurzen Trip in Straßburg für ein Wochenende. Direkt danach ging es in die Schweiz und nach Frankreich. Da kamen 2 Videos. Dann waren wir danach in Kroatien. Dazu kam ein Video. Dann war ich noch in Paris. Warte mal ganz kurz, jetzt bin ich auch verwirrt. Wobei, das waren doch nur 10. Und jetzt runden wir das Jahr wieder ab mit einer Reise woanders hin. Ich war noch nie in den Dolomiten. Noch 192 Kilometer. Noch 192 Kilometer. Aber 3 Stunden 30. Mein Video letztes Jahr hieß ja das beste Jahr meines Lebens. Und vielleicht ist es schön, die Frage zu beantworten, ob dieses Jahr das Ganze jetzt getoppt hat. Ich muss sagen, nein, hat es nicht. Aber man muss nicht gleich traurig sein, weil dieses Jahr war auch echt super cool. Ich habe super viel gesehen und es war halt einfach auch ein bisschen stressiger als das Jahr vorher. Das Jahr vorher war ich fast nur am Reisen und dieses Jahr habe ich begonnen zu studieren und gearbeitet und Sachen gemacht, die man vielleicht... Und Praktikum gemacht. Sachen gemacht, die man vielleicht machen sollte, wenn man erwachsen ist. Was wir aber versuchen wirklich ist bei jeder freien Gelegenheit, wenn wir Zeit und gerade ein bisschen Geld übrig haben, irgendwie rauszukommen, irgendwie zu reisen. Und ich glaube, das hat dieses Jahr auch echt wieder gut geklappt. Wir waren in insgesamt 5, 6 Ländern und so, ich habe jetzt nicht nachgezählt. Und ich freue mich auch auf nächstes Jahr, weil da stehen schon Reisen an, die ziemlich cool sind, wovon ich jetzt aber noch nicht erzähle. Und da freue ich mich auch jetzt schon drauf. Wir sind endlich da, nachdem sich die ganze Fahrt ein bisschen verzögert hat durch das ganze Schneechaos und wir ein bisschen länger gebraucht haben als erwartet, sind wir jetzt endlich da. Es ist 17 Uhr, das heißt, wir haben immer noch voll genug Zeit. Ich zeige euch ganz schnell das Zimmer. Wir haben hier ein Apartment, da ist eine kleine Küchenzeile, da ist ein Sofa, ein Fernseher, Bad und ein Zimmer. Das kostet 50 € die Nacht. überlegen wir uns mal, wo wir heute Abend überhaupt hinwollen um 0, weil wir haben noch gar keinen genauen Plan, was wir hier eigentlich machen. Wir haben ein paar Ideen, aber uns sind uns halt nicht ganz sicher, wie wir das machen wollen, weil wir uns hier nicht so gut auskennen. Und übrigens, wir haben hier direkt aus unserem Fenster Bergblick. Das kann man zwar gerade gar nicht sehen, aber glaubt mir, morgen früh, wenn das Licht da aufgeht, da sind dann Berge. Wir haben uns ein bisschen überlegt, was wir heute noch machen wollen, und wir werden jetzt erstmal nach Lienz fahren. Das ist nämlich die nächstgrößte Stadt, und wir werden Pizza essen gehen, weil wir haben Lust auf Pizza. Die Pizza-Mission war erfolgreich und wir sind auch schon wieder zurück in unserem Apartmentzimmer. Wir haben uns noch ein bisschen Lienz angeguckt, die Innenstadt, sind dann wieder zurückgefahren jetzt zu unserem Apartment, haben noch ein bisschen geguckt, wo wir hier vielleicht später Feuerwerk gucken können. Ich glaube, hier ist das nicht so ein großes Ding, wie es in Deutschland das zum Beispiel ist. Man kann das ja auch nicht überall kaufen, das Feuerwerk. Haben einen kleinen Spot gefunden, wo wir später hingehen werden. Aber jetzt ist gerade 10:30, deswegen heißt es auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit totschlagen, bevor wir rausgehen und losgehen. Hallo zusammen! Gestern Abend habe ich nicht mehr so viel gefilmt. Wir sind einfach ein bisschen die Berge hochgegangen und haben uns das Ganze so ein bisschen von oben angeschaut. Hier ist einfach wirklich nicht so viel los. Ich glaube, hier leben vielleicht 200 Leute. War auf jeden Fall eine sehr schöne Kulisse und auch mal ganz nett an Silvester abends irgendwie ein bisschen nicht so in der Masse zu sein, ein bisschen alleine zu sein. Jetzt haben wir schnell gefrühstückt und uns gerade das erste Mal aus unserem Fenster die schöne Sicht auf die Berge angeguckt. Jetzt packen wir unsere Sachen zusammen und machen uns fertig, denn wir wollen eine kleine Wanderung machen, um irgendwo die drei Zinnen zu sehen. Wer die nicht kennt, das sind drei sehr bekannte Berge, die aussehen wie drei Zinnen. Fotos, nach die ich so gesehen habe, gibt es echt richtig coole Spots und die sehen echt richtig cool aus, also bin ich auch richtig gespannt. Und ja, jetzt machen wir uns mal schnell fertig. Wir sind da. Wir sind jetzt ohne Schneeschuhe und ohne Stecken losgelaufen, weil es wirklich hier einfach noch nicht so viel geschneit hat, dass wir denken, dass das nötig wäre. Und deswegen gehen wir jetzt einen kleinen Wanderweg, der theoretisch recht weit hoch geht. Aber wir glauben nicht, dass wir bis zum Ende gehen. Wir werden einfach mal gucken, wie lange wir Lust haben. Auf jeden Fall sieht man hier im Hintergrund schon, die drei Zinnen. Die kann man nur hier vom Tal aus sehen. Und ja genau, wir werden jetzt versuchen, noch ein bisschen besseren Blick auf die zu kriegen. An einen Fluss gekommen und sieht ziemlich cool aus, weil der teils eingefroren ist und dann da wieder das Wasser irgendwo hervorschnellt und wie sagt man so schön, eine Winterwunderlandschaft. Wir sind jetzt gerade ein bisschen an eine Stelle vom Tal gekommen, wo die Sonne wieder ein bisschen rausguckt. Auch an einem richtigen Ort, um mal eine Pause zu machen. Wir sind gerade auf diese von der Sonne erschienene Hütte gestoßen. Und ich glaube, da machen wir jetzt eine kleine Pause. Dann geht's wieder weiter vielleicht. Ja, ziemlich einsam hier und dafür echt hammermäßig. Ich meine, guckt euch um. Und Jana, wie gefällt's dir? Schön, dass die Sonne rausgekommen ist. Okay, und an diesem Punkt hier wird unsere kleine Wanderung ein Ende nehmen, denn wie ihr seht, der Weg ist hier einfach weg. Und man könnte zwar runtergehen, dann weitergehen, allerdings dachten wir, wir drehen einfach um. Da oben sind nämlich die drei Zinnen. Ja, den besten Blick darauf hatten wir sowieso schon. Dachten wir, drehen wir jetzt um, weil von hier unten haben wir, glaube ich, alles gesehen. Deshalb geht es jetzt wieder in die andere Richtung. morgen zusammen. Es ist schon der nächste Tag und somit auch der letzte Tag, denn heute fahren wir schon wieder zurück. Aber wir fahren jetzt nicht einfach direkt nach Hause, sondern wir haben uns auf den Rückweg auch noch ein paar schöne Sachen gelegt, die wir uns angucken wollen. Und genau das machen wir noch, also wir fahren echt ganz entspannt zurück. Eigentlich hatten wir auch vor, heute noch eine kleine Wanderung zu machen, ähnlich wie gestern, durch ein Tal durch, aber ganz genau, es ist ziemlich weiß über die Nacht geworden, denn es hat ganz schön geschneit und deswegen wissen wir nicht, ob wir Wanderungen machen können und auch ob wir sie machen wollen, weil eigentlich geht es uns ja ein bisschen um den Bergblick und da es jetzt so neblig ist, könnten wir nichts von den Bergen sehen. Fahren gleich mal in die Ecke, in der wir die Wanderung machen wollten und gucken uns an, wie das da aussieht. Wir packen jetzt schnell zusammen und dann geht's los. Wir haben uns entschieden, wandern zu gehen. Jetzt sind wir auf einem ganz kleinen Weg, ähnlich wie gestern, dass wir einfach so weit gehen, wie wir Lust haben. Das hier ist auch eigentlich der Weg zu den drei Zinnen oder zur drei Zinnenhütte. Ja, gestern war es ja eigentlich auch der Weg zu der drei Zinnenhütte, nur von der anderen Seite. Und im Endeffekt ist es jetzt derselbe Weg wie gestern, nur von der anderen Seite. Und das wird auch nicht ganz machen. Ja. Es ist auf jeden Fall windiger, wolkiger und auch was kälter. Dadurch sehen die Berge cool aus. Genau, es sieht halt einfach auch ziemlich cool aus für Fotos. Ich zeige euch mal, auf was wir hier gerade zugehen. Langsam ist es echt ziemlich kalt geworden und auch ziemlich windig. Wir gehen auf jeden Fall jetzt zurück, schnell zurück ins warme Auto. Als nächstes gehen wir in ein schönes Bad, das so richtig cool ist auf Bildern, mit viel Stein, viel Holz. Und so, Jana war schon mal da und es soll wohl auch super cool sein. Und da wärmen wir uns dann einfach direkt erstmal wieder auf. Ich glaube, das ist ganz gutes Kontrastprogramm. Wie angekündigt waren wir gerade noch im Bad. Ich habe da aber nichts gefilmt, weil ich finde es nicht so cool im Schwimmbad zu filmen, deswegen habe ich das nicht gemacht. War aber super schön, ich schreibe euch den Namen hier mal hin, wenn ihr in der Gegend seid, geht auf jeden Fall dahin. Es ist einfach mit Stein und mit Holz ganz viel und einfach voll schön gemacht. Jetzt gehen wir noch zum Prager Wildsee, vielen von euch über Instagram wahrscheinlich bekannt als Lago di Braies, ich weiß es nicht. Haben wir geparkt auf einem wahrscheinlich viel zu teuren Parkplatz, denn vorne stand nicht mal, wie viel der Parkplatz kostet und das heißt für gewöhnlich, dass er viel zu teuer wäre. Jana geht auch schon los. Ich gehe mal schnell hinterher. Ich stehe auf dem See, das ist ultra kalt und windig. Wir sind jetzt auf der Rückfahrt nach Deutschland und sind total im Schneegestöber. Es schneit total, es ist super Stau. Gerade eben waren voll viele Strecken gesperrt und jetzt versuchen wir irgendwie noch nach Hause zu kommen, aber ich glaube, wir schaffen das auch. Ich hoffe jetzt einfach, wir kommen zu Hause heil an. Ich hoffe mal schon, wenn ihr dieses Video seht, heißt das, dass ich heil angekommen bin. Die Dolomiten waren sehr schön. Es war wirklich ein super schöner, kurzer Trip. Sehr viel Touri-Leere, als ich erwartet hätte zu dieser Jahreszeit. Jetzt am Prager Wildsee waren dann doch ein bisschen Leute, aber es ging eigentlich auch. Also zu jetzt den Winterferien hätte ich deutlich mehr erwartet. Eine große Empfehlung von mir. Super schöne Berge. Sollte man mal gesehen haben. Wir versuchen uns jetzt hier weiter durchzukämpfen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao!